Ding Dong, hallo! Hallöchen, herzlich willkommen zur Roomtour. Wir haben das Haus gekauft. Wir haben gerade die Schlüssel bekommen und wir haben das Haus gekauft und wir sind sehr, sehr aufgeregt. Und ich zeig's euch jetzt einfach. Das wird alles, wie es aussieht. Ja, also hier ist der Eingangsbereich, das ist ein Anbau. Den finde ich wirklich sehr, sehr hübsch. Das haben unsere Vorbesitzer gemacht. Und hier ist sozusagen der Flur, hier kommt man an. Ich kann mir hier eine richtig gute, schöne, lange Sitzbank vorstellen, ja, wo die Schuhe reinpassen, wo man sich setzen kann zum Schuhe anziehen. Hier kann ich mir einen guten Spiegel vorstellen, ne? Und in den beiden Ecken muss man halt gucken, dass man ein paar Jacken unterkriegt. Keine Ahnung, wie wir es machen, aber... So viel Platz, wie wir dann haben, ist es kein Problem mehr. Hier war mal das ursprüngliche Badezimmerfenster drin, finde ich sehr schön. Also ich liebe alles an dem Haus nebenbei bemerkt, ja. Aber finde ich sehr schön, dass sie die Nische einfach gelassen haben. Und wir nutzen die Ablagefläche. Schaut mal, was die Vorbesitzer uns da gelassen haben. Es ist keine Villa, es ist nur ein Haus. Wir lieben es trotzdem und das macht es aus. Das ist aber süß. 20 Euro gekostet das Schild. Direkt Gewinn gemacht. Hey, wir haben eine Pfandflasche im Garten gefunden und Geld. Ja. Haben wir hier im Haus gefunden, Leute. Schon. Ganz, vielleicht finden wir noch mehr. Ganz wild. Ihr seht, die Roomtour wird ein bisschen dauern, aber wir lieben alles an dem Haus. Also Anbau, super schön, müssen wir kaum was machen. Die Lampe werden wir austauschen und Möbel und so. Aber hast du jetzt den Schlüssel? In der Jacke, unter der Jacke. Okay, nicht, dass wir den Fall... Verdingst hier ist die ursprüngliche Hauseingangstür. Wir machen mal zu, damit man das auch erkennt. Das ist so eine klassische Glas hier, Milchglastür. Hallo! Ja, das war die ursprüngliche Tür. Und oh Gott, alle Türen sind offen, Osak. Schnell, ja, machen Sie zu erstmal. Im Flur haben wir kein Licht. Genau, wir müssen erstmal gucken, welche... Jetzt ist es zu dunkel, ich muss die Tür offen lassen. Ja, lass die Tür offen. Also wir kommen hier rein, das wird direkt heller, ja. Wir haben Raum 1 und ihr seht, ich erstrahle hier im Licht. Es ist unser komplett neu renoviertes Badezimmer. Ich gehe mal rein. Hier hat noch nie jemand geduscht drin. Ich werde die Erste sein, die hier duschen darf. Und das sieht dann ungefähr so aus. Warten Sie kurz auf der Höhe, damit man auch sie sehr gut sehen kann. Ja, auch schöne Wasserfalldusche, alles da, neue Armaturen, ja, schöne Handtuchhalter, das Bad, halt, hier ist nichts drin. Ich liebe auch diesen Badezimmerschrank, der war halt auch vorher schon drin, hier habe ich noch nie reingeguckt, ist leer. Ja, hier werden wir alle unsere Sachen unterkriegen können und ich dachte, ich habe ja auch ein Badezimmerregal, das kommt hier vielleicht dran. Hier haben wir auch noch Ablagefläche. Fun Fact, wir haben gerade bei Rewe Klopapier gekauft. Ist auch. Es hätte für einmal Pipi noch gereicht. Mit Spinnenweben dran, ne? Ja. Also, Toilette. Ja, also Badezimmer. Das Bad ist komplett neu gemacht worden. Hat immer noch ein Fenster. Und hier war das alte Fenster hier an dieser Stelle dran. Das haben sie zugemacht. Ja, an dem Bad lieben wir natürlich alles. Das Bad ist das Schönste hier. Ich liebe auch die Türen, wie gesagt. Die ganzen Türrahmen und Türen, super schwer, alle sehr hochwertig, fühlen sich richtig gut an. Gegenüber von dem Badezimmer ist unser zukünftiges Gästezimmer für private, persönliche Gäste. Das ist das Fenster, das älteste. Alle anderen Fenster sind ausgetauscht worden. Ja. Da sieht man mal den Unterschied zwischen den Fenstern, ne? Ich denke, früher oder später werden wir das einfach verglaste Fenster auch austauschen. Wir lieben auch die Höhe an dem Haus. Die Deckenhöhe ist, wir haben es nicht gemessen, 2,75 ja, ungefähr. Die Decken würde ich auch drinnen lassen, sofern sie alle gut sind. Das wird sich noch im Laufe der Renovierungen, sage ich mal, rausstellen. Hier sind Tapeten dran. Tatsächlich ist das Haus ein, genau, stell dich da hin, wegen dem Licht. Licht, ja. Es ist ein Lehmhaus. Hier geht Licht an, glaube ich. Ja, hier geht das Licht an. Es ist tatsächlich ein Haus. Flackert ein bisschen, aber die Lampe aber ist okay, glaube ich. Und hat Lehmwände und die haben einfach drüber tapeziert. Das können wir gar nicht nachvollziehen. Wir werden alle Tapeten in diesem Haus komplett runterreißen. Und dann werden wir entweder noch jetzt sieht man das erst von der Körpergröße, weil du bist genau zur Hälfte. Leute, ich bin 1,70 Meter. Ja, also... Und
Das Haus ist von 1907 mit so einer Deckenhöhe. Das konnten sich damals nur die Reichen leisten. Das konnten sich nur die Superreichen leisten hier. Ja. Ja, also wir werden alle Tapeten auf jeden Fall runterholen und die Lehmwand zum Strahlen bringen. Da kommt auch nichts drauf. Wir werden Lehmputz machen, das ordentlich verputzen alles. Und Lehm hat ein ganz, ganz tolles Klima und das werden wir feiern, denke ich auch. Genau. Die Fußböden werden wir unten auch komplett austauschen. Ja, das ist ja so Teppichboden, der jetzt hier so wild liegt, sage ich jetzt mal. Also wir werden eine Dämmung zum Keller unten einfügen, dann kommt eine Fußbodenheizung großflächig unten rein und dann kommen wir Dielen oder Parkett. Ich habe jetzt vergessen, was wir uns entschieden haben. Ich glaube, wir wollten Diele nehmen, weil das einfach wartungsarmer ist und weil das langlebiger ist. Fußboden wollten wir drüber legen. Für den kompletten unteren Bereich bis im Flur. Ne, der ist ja gerade erst. Genau. Heizkörper waren auch neu gewesen, also wurden vor 8 oder 9 Jahren ausgetauscht. Also sieht man auch noch, sind ja. Genau, super. Kannst du ja auf eins auch mal lassen. Lassen wir mal auf eins, dass hier nichts einfriert. Genau. Die Fenster, ich liebe an den Fenstern, dass sie so groß sind. Das ist halt wirklich nicht typisch für so ein altes Haus. Hier dürft ihr euch nicht erschrecken, das ist kein Schimmel, das ist Bauschaum, da hat die Farbe nicht gehalten. Hört man. Das ist ein ganz klassischer Fenstereinbau und muss man sich keine Sorgen machen. Wir sind hier an der Hauptverkehrsstraße an dem Ort. Die Fenster lassen sich alle super gut schließen. Ja. Liebe ich sehr. Ja, teilweise haben wir noch oben so Gardinenstangen, hier sind sie weg. Wir werden bei Ikea irgendwas... Hier war mal eine Tür drin, die natürlich... Alle Türen, die Räume, die ihr seht, sind Durchgangstüren, die wurden schon früh gemacht. Ja, müssen wir natürlich halt nochmal gucken, wenn wir die Tapeten runter haben, wie wir das machen, aber wie das... Ich meine, wir werfen alle Pläne noch 20 Mal über den Haufen, ne? Aber so sieht es jetzt erstmal aus. Wir möchten hieraus ein Gästezimmer machen, das heißt Couchschrein, so ein Ausziehcouch, dass man hier auch schlafen kann. Kommode, Fernseher für Gäste und WLAN, alles fertig. WLAN, Pflänzchen und das ist dann alles für den Raum. Dazu kurz, wenn ihr jetzt schon was zum Ferien hier Gästezimmer sagen wollt, schreibt es gerne jetzt schon mal in die Kommentare und guckt dann auf jeden Fall weiter, damit ihr auch die anderen Räume bewerten könnt. Das ist nämlich ganz wichtig. Garten und die Fevus, die Nebengelasse auf diesem Grundstück, die zeigen wir euch ein anderen Mal auf jeden Fall. Und wir kommen wieder in den Flur. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen, was ich alles an diesem Haus liebe. Aber unter anderem ist es die Treppe. Es ist jetzt ein bisschen dunkel. Ich muss mal kurz, Ich habe hier in dem Raum Licht an. Sieht man jetzt mehr? Ja, man sieht ein bisschen mehr. Okay, es ist jetzt auch November. Was soll ich euch sagen? Hi. Hier kommen wir in unsere neue Stube. Wohnstube. Neue Türrahmen. Neue Türen. Ja, sieht man mit unserem Fußbodenaufbau werden wir wahrscheinlich ein bisschen höher kommen, dann schleifen wir die Türen unten ab. Aber grundsätzlich lieben wir hier alles. Es ist super hell hier drin, super schön. Also ihr seht, es sind zwei Lampen und hier kann man auch sehr schön sehen, dass es ein Lehmhaus ist. Wir werden, wie gesagt, die Tapeten alle abreißen und dann ist das so ein Lehmfarben. Es gibt verschiedene Lehmfarben. Meine Haare. Ey, Leute, es ist Sturm draußen. Es ist wirklich Sturm draußen. Ich kann nicht du mehr siehst meine dich Haare selber? Heute. Ja. Okay. Hier haben wir noch diese elektrischen Leiter, die Schalter und die Steckdosen. Die werden wir alle austauschen und einheitlich machen. Erneuern lassen. Die elektrischen Leitungen kommen natürlich alle unter Putz. Und die Steckdosen in die Wand und nicht, nicht auf dazu, die Wand. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die macht man dann halt. Ne? Genau. Dann haben wir hier drüben, dann fragt euch, was ist das denn für ein Loch in der Wand? Weiteres Highlight in dieser Wohnung. In dieser Wohnung? In diesem Haus? In diesem Haus. Oh mein Gott. Ja, man muss sich immer dran. Es ist ungewohnt. Ne? Hier, es geht auf uns zu. Es ist der Kamin. Also wir haben einen Kachelofen auf der anderen Seite und der heizt die Küche, unser Schlafzimmer und das Wohnzimmer. Ein Ofen, drei Räume und tatsächlich haben wir im Leben gelassen noch eine ganze Wand voller Holz. Also wir können das mit Öl heizen und mit Holz. Das ist so ein Doppel-Kachelofen. Wir müssen aber den CO2-gerecht nochmal umtauschen lassen. Ich schiebe euch mal einfach in die Ecke oben rechts, dass ihr mal einen Überblick habt. Also die GoPro verzerrt es ein bisschen. Der Raum ist ungefähr 19 Quadratmeter groß, damit ihr den Eindruck habt von der Größe. Das heißt, hier kommt unser XXL-Echtholztisch mit natürlicher Waldkante hier rein. Und ich stelle mir richtig gut einen Fernseher hier an der Wand vor mit 3-4 Sesseln oder mindestens 2. Schön mit Vibration, Aufstehhilfe, Massagefunktion. Dass man sich dann hier zum Fernsehen und Chillen ransetzen kann. Genau. Ja, stelle ich mir ganz cool vor. Wir möchten, also momentan haben wir ja eher nur weiße Möbel im Haus, in der Wohnung, aber wir möchten, wenn wir ziehen erstmal mit unseren Möbeln um, aber nach und nach werden wir das dann mit Echtholzmöbeln
Andauern. Und Braunmöbel. Diese Wand, das ist der Ultra-Trick, weil es ja alles Lehmwände. Ich gehe euch nochmal rein, ich zeige euch das ja. Diese Lehmputzwände sind das. Man kann, wenn man nochmal aufgesetzt hat, den Lehm ja... Oh nein, was tut sie da? Sie zerstört das ganze Haus. Nein, wir können das Ganze nochmal verputzen neu und dann kann man in den feuchten Lehm... Das ist dieser grobe Lehmputz. Also es muss auf jeden Fall eine Schicht drauf und dann muss er geschliffen werden. Ja, und ich wollte aber jetzt dazu was sagen. Man kann in den Lehm Muster reinarbeiten, wie beispielsweise ein riesengroßes YouTube-Logo mit Miraculina. Ja? Könnte ich machen, ja. Könnte man hier an die Wand setzen. Es gibt so tolle, kreative Sachen, was man mit Lehmwänden alles machen kann. Leute, ich werde... Die GoPro verzerrt das wirklich. Du bist so klein in dem Raum jetzt gerade. Ich werde komplett ausrasten mit dem Wänden. Und ich werde bestimmt eine Wand zur Monstera-Wand machen. Ja, und Monstera-Wetter in die Wand einarbeiten, dass man das so... Wenn ihr es seht, seht ihr es. Ja, auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, aber wir haben ein großes Vor. Ja. Ich bin gerade nochmal zurückgegangen. Ich möchte anmerken, es ist wirklich sehr groß. Ja? Es ist 19 Quadratmeter. Es ist okay. 20 Quadratmeter, das ist die gesamte Stube vom Party, die wir jetzt zur Verfügung haben. Fast, ja. Das und ist nur krass. Als Stube. Nur als Stube, ja, ja. Genau. Da kommt noch eine Kommode mit Esstischer rein und ansonsten halt nicht so viel, weil wir haben ja auch nicht so viel. Also es sieht aus, als hätten wir viel, weil wir auf 53 Quadratmeter hocken momentan. Aber wenn es in so einem 190 Quadratmeter Haus alles verteilt ist, dann werdet ihr sehen, dass wir nicht so viel haben. Du siehst sehr süß aus übrigens mit dem weiß und dem grünen Kleidchen. Möchte ich habe mir heute extra ein Kleidchen angezogen. Ich habe ein Kleeblattkleidchen angezogen, weil heute so ein toller, schöner Glückstag ist. Den Tag werde ich immer in Erinnerung behalten. Das ist der Tag, wo ich die Schlüssel von meinem eigenen, unser, Haus bekommen habe. Ja? Ja. Und es... Die Fenster sind richtig toll. Ja, das ist super. Ja, also zweifach verglaste Fenster, wem es interessiert. Die werden wir wahrscheinlich nicht austauschen. Ja. Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Also, es sind alles Herzstücke, ne? Die Treppe ist mega. Die Treppe ist übergut. Darf ich dazu nur eine Anekdote? Die Küche habe ich richtig großes Vor. Darf ich dazu eine Anekdote raushauen? Ja, natürlich. Mein Chef, der guckt ja auch unsere YouTube-Videos. Hallo, Arbeitskollegen und Chef. Er hat gesagt, das müsst ihr Sandstrahlern. Alle drunter, dann lasst ihr eine Firma mit Sandstrahler durchgehen, dann kommt das feinste Holz darunter raus und ihr habt die perfekte Treppe. Und ja, ich möchte gerne eine Holztreppe haben. Die haben das einfach mit PVC belegt, Jens. Ist es okay, ne? Aber ich möchte gern, dass das Holz zum Vorschein kommt und ich möchte gerne das Holz in der Treppe zum Glänzen bringen. So, wir gehen in den nächsten Raum. Machen Sie mal Licht an. Es ist meine Küche. Ja. Momentan sind hier Küchenmöbel drinne und die sind okay. Es ist typischer DDR-Style, würde ich sagen. So sah es auch bei den DDR-Sachen von Fadi aus. Das kommt alles komplett raus. Die Wände neu, der Fußboden neu, bla Keks, halt im Untergeschoss sowieso überall. Die Küche werden wir hochtragen, weil wir haben oben noch eine zweite Küchenzeile, wo nichts drin steht. Das werdet ihr dann sehen. Das ist der IG-Bereich. Und wir werden gucken, dass wir die Küche bei ihm aufbauen, haben wir gedacht, weil wir haben jetzt nochmal reingeschaut. Ich werde die ordentlich putzen und dann bis auf das Letzte. Das ist der Kühlschrank, der kommt weg. Das kommt auf jeden Fall weg. Auch wegen Energie, das macht halt keinen Sinn, so einen FG-Kühlschrank aufzubauen. Den kannst du auch nicht mehr putzen, also der ist wirklich tot. Aber liebe Schrotthändler, wenn ihr vorbeikommen wollt, schreibt uns an, ihr könnt den abbauen. Aber wir hatten gedacht, dass wir die Küche eventuell noch weiter nutzen können. Ja. Aber diese Wand ist keine tragende Wand. Wir haben uns eben nochmal Rücksprache mit der Maklerin gehalten. Wir haben geschaut, wir haben ja noch eine Etage oben drüber. Das Video wird sehr lang, entschuldigt bitte. Aber die Wände stehen hier nicht übereinander, sondern sind hier ungefähr. Ja, die laufen so quer, so eher gesehen. Und dadurch habe ich schon gedacht, so auf den Plänen, dass es keine tragende Wand ist. Aber die Maklerin sagte noch was, die Wand ist zu dünn für eine tragende Wand. Und habe ich hier nochmal Licht? Ja, die Wand ist sehr schmal, also wahrscheinlich 20 Zentimeter. Und deswegen werden wir sie auf jeden Fall rausreißen können. Und diese Wand möchte ich gerne rausreißen. Also mein Finger und Daumen sind insgesamt 20 Zentimeter, ja, weil genau. Reicht nicht. Habe ich jetzt nicht gezeigt. Ach so. Ja, wir wollen diese Wand. Und ich sag's euch, was ich vorhabe. Also hier kommt unser Kühlschrank hin. Und hier kommen zwei Hochschränke hin für Vorräte. Und in der Mitte hätte ich gerne den Ofen
Und hier hätte ich gern unseren Mikrowellenofen, den wir auch so toll finden. Genau, hier. Mit Einbauherd im Herd, im Schrank. Genau. Und oben unten Stauraum. Da muss die Spüle bleiben und daneben kommt unser Geschirrspüler. Ja. Weil da das Wasser ist. Ja, aber beim Spüle machen wir nicht zwei Spülbecken, sondern ein großes. Ein Spülbecken, genau. Ja. Und hier, wo ich jetzt stehe, stehe ich quasi auf dem Ceranfeld. Wir, Ozok träumt von einem American-Style-Kitchen mit einer Kücheninsel in der Mitte. Viereckig rundherum, dass man von allen Seiten rangehen kann. Genau, dass man ein Ceranfeld hat, ein bisschen Arbeitsfläche daneben. Ja, vorne noch so ein bisschen Stellfläche. Und auf der anderen Seite möchten wir das gerne so ein bisschen erhöht haben. Das ist immer noch die Mittelinsel, ne? Genau. Dass man hier mit 3-4 Barhockern an der Küche, auch in der Küche essen kann. Sich ransetzen kann. Genau, da kommt nichts an die Seite. Und jetzt habe ich ja noch diese Seite. Das ist insgesamt, wird es eine 25 Quadratmeter Küche. Ich versuche euch, damit ihr euch das auch bildlich vorstellen könnt irgendwie. Hier diesen kompletten 3,20 Meter Bereich, glaube ich. Ja, von 3,30 Meter. Möchte ich gerne relativ hohe Kommodenschränke haben, Küchen, also Schwerlastkommodenschränke, damit ich auch genügend Stauraum habe und Arbeitsfläche habe. Und ja. Ja, also auch hier reißen wir die blaue Tapete runter. Genau. Und da haben wir gleiches Thema wie drüben im anderen Raum, weil es ja die Lehmann ist. Lehmann ist, da werden wir Colinas Küche hinschreiben. Und dann haben wir nämlich die Kamera auf unserer Mittelinsel, können dort zubereiten halt an der Ecke. Im Hintergrund ganz clean die Kommode, ja. Quasi ohne Deko. In der Wand wird man Colinas Küche lesen können, sobald ich es gemacht habe. Und ja, wird toll sein, wird richtig toll sein. Ich liebe große Küchen. Ich freue mich sehr, dass ich eine Wohnküche habe und Platz für alles habe. Und alles, was nicht in meine Küche passt, kommt in den Keller, in meinen Vorratsraum. Ja. Ja, deswegen, wir haben... zeigen wir heute nicht, aber wir zeigen unser Bereich und den Iggy-Bereich, die 190 Quadratmeter, zeigen wir euch heute. Genau, die Wohnfläche. Das ist unser Eingang zu dem Kachelofen, den wir gerade eben beschrieben haben. Und dort gibt es die Feuerschale, die wir noch erneuern müssen. Genau, einmal mit Öl und einmal mit Holz kann man beides befeuern, das ist so ein Doppelding. Und damit der Schornsteinfeger das abnimmt, müsste man das auf den aktuellsten Stand bringen, dieses Innenleben. Den Rest kann man aber so nutzen, wie er ist. Die Schränke haben wir geschenkt bekommen. Genau. Finden wir cool. Ja. Wir haben ja auch ein paar Sachen mitgebracht im Auto. Wir werden gleich auch noch das Auto leer machen. Weil wir hier sind, haben wir keine Leerfahrt, Leute. Wir planen unseren Umzug. Januar. Hier liegen auch überall Schlüssel. Da hat die Maklerin auch gesagt, wenn wir Schlüssel finden, es gab mal irgendwie für alles Schlösser. Man muss es ausprobieren. Ganz wild auf jeden Fall. Und die Schränke können wir auch erstmal nutzen, um Sachen reinzustellen. Also die sind ganz cool. Die mag ich beide. Und hier kommen wir in unser Schlafzimmer. Durch den Torbogen haben wir hier Licht. Hier an der anderen Seite, also, ist an der falschen Seite der Schalter. Aha! Und hier haben wir schon angefangen, die Tapeten abzureißen. Die liegen hier auf dem Fensterbrett. Ich träume von Fensterbänken, die so echt toll sind mit so geschwungener Waldkante. Fände ich mega fancy, aber das ist irgendwas in 2-3 Jahren, wenn wir wieder ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Also hier ist dieser heißgeliebte Kachelofen, der die Küche heizt, das Schlafzimmer heizt und die Stube heizen kann. Ja. Und den werden wir natürlich so gut wie es geht nutzen. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal aktualisieren zu einem schöneren Ofen. Kann ich jetzt nicht sagen, aber solange das Ding funktioniert, werden wir das auch nutzen. Und wir haben sogar auch Holz hinten. Komplette Holzschachtel hinten im Hinterhof, hinter unseren Ferienwohnungen. Ja. Weil wir im Januar den Einzug planen und das ist ja absolute Heizsaison und wir heizen ja momentan mit Öl und das ist ja auch sehr teuer. Genau. Ne? Und das Holz liegt ja gratis hinten. Ne? Also hier ist das Bett. Genau, ich laufe mal, ich gehe mal in die andere Ecke, damit man dich besser sehen kann. Also wir haben ja, ich glaube, es war so eine 4 Meter Wand und wir haben ja ein 1,80er Bett momentan und da sind die Steckdosen hier und hier. Also hier stand wahrscheinlich mal so ein kleines 90er Bett. Vielleicht verschieben wir die Steckdose, weiß ich noch nicht, aber hier ist unser Bett. Und zwei Nachtschränke kann ich noch machen. Hier stellen wir einen Packschrank hin für Ozoks Klamotten. Der Kleiderschrank. Kleiderschrank. Und hier. Auf dieser Seite dann. Also bis hierhin, wir müssen ja ein bisschen Abstand halten zum Kamin, kommt meine Kleiderschrankstange hin. Ja. Und auch die kann ich hier in dieser Wohnung realisieren. Von der Wand bis weiß ich nicht, hier ungefähr.
Und darunter werde ich noch eine Kommode für meine Unterwäsche, Socken, Hosen und so machen. Aber ich kann alle meine Sachen kann ich hier hinhängen. Ich habe auch sehr stark aussortiert. Wollen wir das zeigen? Ach so, das Geheimversteck, Leute. Jetzt wisst ihr, wo unser Geheimversteck ist. Das ist so krass, Leute. Wir müssen den Teppich hochheben. Darunter ist ein Geheimversteck. Keiner weiß, was drin ist. Und... Kriegen wir es raus? Was ist drinnen? Nichts. Leider ja. Nicht. Der Aschenbecher. Das Haus ist ja von 1907 und ich denke, hier hat man, wenn irgendwie im Fall des Falles, wahrscheinlich schon seine Wertsachen reingelegt. Ja, und aber da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Fußboden machen. Das kommt weg. In der heutigen Zeit, wir sind sehr dankbar, dass in Deutschland kein Krieg herrscht und dass keine Ausnahmezustände herrschen, benötigen wir es natürlich nicht, aber... Den Joke, den wollte ich auf jeden Fall zeigen. Das ist schon, du weißt gar nicht, wie groß das auf dieser Kamera wird, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe. Das ist 17 Quadratmeter der Raum und die Lampe hat auch was. Also, durch, ne? Ich möchte nur anmerken, ich sehe diese Wand hier auf der Kamera und ich sehe diese Wand auf der Kamera. Man sieht alles komplett. Wir haben an der Decke übrigens Stuck. Und ich glaube, ich finde den ganz schön. Also es ist nicht mein Stil, ich würde es nicht machen. Aber ich glaube, wenn die Decke soweit in Ordnung ist, würde ich das tatsächlich so lassen, weil es irgendwie, es passt zum Charakter von diesem alten Haus. Wir wollen ja auch Und schaut mal, ich liebe auch dieses Regal. Schau mal, wie schön das hier ist. Das Holz, ja. Wir wollen ja diesen Echtholzstil, Landhausstil, den wollen wir richtig in alle Räume und in jeden Winkel dieses Hauses bringen, dass das richtig rustikal und cool aussieht. Ja. So, jetzt sind wir auf dem Erdgeschoss fertig. Genau. Und es sind schon 22 Minuten. Mensch, wir müssen euch ja noch oben zeigen. Hier ist ein Durchgang, auch zur Stube. Könnte man überlegen, ob man den Küchenbereich zumacht und hier das Loch macht. Aber das ist natürlich, ne, wir wollten nur sagen, die Möglichkeiten bestehen. Die Tür ist schon da, die wurde nur zugemacht. Ja, genau. Und dann folgen wir mal heimlich. Ach, hier ist tatsächlich noch eine alte Tür, aber das kommt ja eh raus. Aus, genau, ja. 25 Quadratmeter Küche feiere ich massiv. Richtig schöne hohe Fenster. Wenn man zu viel Geld hat, könnte man einen Blick in den Garten erhascht ihr jetzt gerade so kurz. Ja. Prägt euch das ein. Wenn man jetzt zu viel Geld hätte, könnte man sagen, komplette Fensterfront zum Beispiel könnte man draus machen. Oder eine Terrassentür, weil das wäre ja auch noch mein absolutes Highlight, wenn ich von der Küche direkt in meinen Kräutergarten. Ja, hey, mir fehlt noch was zum Kochen. Oh, warte mal, ich gehe schnell in meinen Garten und kaufe das ein. Ja, und füge das ab. Ich kaufe das ein aus dem Garten. Aber wir haben schon zwei Türen, die nach hinten rausgehen. Ich zeige auch, wo die sind. Aber das würde mir noch, wenn wir zu viel Geld haben, im Kopf rumschweben. Haben wir nicht, ne? Keine Sorge. So, jetzt müssen wir erstmal hier unten. Hier, es ist leider im Flur, ist leider kein Licht. Wir wissen nicht, warum. Ihr seht, es leuchtet aber dort. Das ist die erste Ausgangstür ebenerdig in den Garten. Und tatsächlich haben wir unter dem Badezimmer auch eine Tür, also im Keller. Hier ist auch kein Licht, ich glaube weiter. Laufen Sie mal hoch. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Im Keller, quasi unter dem Badezimmer, ist auch eine Tür zum Garten. Auch ebenerdig. Ebenerdiger Ausgang aus dem Keller in den Garten. So, wir gehen jetzt aus dem Flur, weil es sehr dunkel ist, mal hier rein. Ja. Und kommen in... Was sind denn die für Schalter? Hier hat jemand, glaube ich, noch die Schalter abgemontiert. Oder waren die noch dran? Das weiß ich nicht. Das war weg? Ich weiß es nicht mehr. Es ist, wie es ist. Wir haben ja gesagt, dass wir den Bruder von dem Ossock mitnehmen. Der Iggy-Bereich. Das ist der Iggy-Bereich. Das hier ist die Küchenzeile. Hier sind auch schon alle Anschlüsse und Steckdosen, die man so haben möchte. Man sieht es, hier war eine Küche dran. Hier kommt die untere Küche rein. Machst du aber Licht? Ich suche gerade mal Licht. Tut mir jetzt voll leid. Dann ja, stell dich mal zum Fenster, Ossock. Wenigstens. Ja. Und das prägt euch mal bitte ein, dieses Ständerwerk. Weil wir haben das drüben in unserem Büro, ich spoiler schon, haben wir diese kompletten Nischen noch. Da haben sie das zugemacht. Und wir möchten die Nischen auch gerne aufmachen und das Ständerwerk. Wir hoffen, dass da auch so was Schönes wie hier da drüben hinter ist. Und dann würden wir das gerne offener gestalten drüben. Und hier ist, wie gesagt, schon so eine Küchensitzecke. Das würden wir wahrscheinlich auch für den Iggy lassen. Ja. Wenn er das möchte natürlich. Wir sprechen das ab. Aber grundsätzlich finde ich es sehr schön und es funktioniert alles tadellos.
Hier stellen wir die Küche rein und dann muss hier nur noch ein Schreibtisch hierhin in die Ecke, so in die Mitte, weiß ich nicht, für seinen PC natürlich. Ja. Ne, der Iggy ist auch gerne im Internet unterwegs. Wohnküche. Hier ist ein komplett Bad ohne Licht. Oder geht da Licht an? Nee, auch nicht. Ach, ja, müssen mal gucken, warum und wieso und weshalb. Aber von draußen kommt Licht rein, das sieht doch gut aus. Ja, also wir haben hier eine Badewanne für den Iggy. Er kann natürlich unten duschen oder wir können hier oben baden. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Eine Toilette. Wenn wir zu viel Geld hätten, würden wir eben ein Pissoir einbauen, weil ich glaube, das würde er auch ziemlich feiern als Kerl. Ja, aber er hat hier auch einen kompletten Unterschrank für seine Badezimmersachen. Also hier ist auch für ihn komplett Platz genug. Ich weiß gar nicht, was das für Anschlüsse da unten sind, aber ich glaube auch für Waschmaschine oder für Wasserzulauf. Waschmaschinen würden wir einfach unten in den Keller stellen und das wäre dann meine Aufgabe. Genau, Iggy Bert kann ja dann seine Sachen auch unter den Keller bringen und dann kann er da auch waschen. Wir haben den Stromkasten, wir haben schon zwei getrennte Stromkreise. Das kannst du einmal aufmachen, dann sieht man das vielleicht. Die untere Etage und einmal die obere Etage. Und deswegen das funktioniert schon einmal das. Getrennt da worden. Oben einmal Haupt- und einmal Nebenschalter. Sieht genau. Man, glaube ich, ganz gut, dass da zwei Sachen drin sind. Müssten wir nochmal trennen, dass der Iggy einen eigenen Schalter hat und unser Büro halt. Ja, genau. Jetzt ist der zweite Iggy-Bereich. Hier waren mehr, komm, stell dich mal ins Fenster, das war ein Mehrgenerationshaus. Und die stelle ich direkt vors Fenster. So, ja, okay. Ja. Und hier haben die Jüngeren gewohnt und die haben ja schon einiges gemacht. Zum Beispiel haben sie die Fenster mit Holz gemacht. Finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Und sie haben halt auch hier diese Fernsehecke nach ihren Wünschen halt gemacht. Hier sind auch die ausgesägten Löcher, Internetkabel, alles Mögliche. Vielleicht kaufen wir dem Iggy mal einen Fernseher und machen den auch hier ran. Das ist die perfekte Fernsehwand. Hier hat der Iggy einen eigenen Kamin. Der ist auch nicht abgenommen vom Schornsteinfeger. Er braucht irgendwie auch so ein CO2-Zähler-Messdingens. So ein ganz aktuelles. Entschuldigt bitte. Das Haus ist nicht dunkel, aber es ist jetzt halt auch, es wird gleich dunkel. Wir können halt gerade kein Licht anmachen. Ja. Aber auch dieser Ofen wurde bis zum Schluss benutzt. Und hier, wo ich jetzt stehe, würden wir das Bett von dem Iggy reinstellen und an dieser Wand würden wir ihm einen Kleiderschrank hinstellen. Natürlich kann der Iggy am Ende selber entscheiden, was er haben möchte, ne, wie wir das alles machen, aber wir unterstützen ihn da. Genau, er kann das selbst entscheiden. Kann ich das so sagen, ohne dass es doof klingt? Ja, natürlich, er entscheidet, was er haben möchte, aber wir supporten ihn und unterstützen ihn. Und jeder, der von euch ihn supporten möchte, der kann das mit einer Kanalmitgliedschaft machen. Genau, ja. Wir haben das geändert, hoffentlich, also schneide Mira, wenn du das siehst, hast du es hoffentlich schon eingetragen. Momentan gab es ja nur Kanalmitgliedschaften für einen auch, um uns ein bisschen zu unterstützen. Es wird in Zukunft Kanalmitgliedschaften für den Iggy-Supporter geben für 5 Euro und einmal Hausunterstützer, wir wissen noch nicht genau, wie wir es nennen, auch nochmal ein bisschen teurer. Genau, einfach falls nur, ihr uns aktiv bei unserem Abenteuer unterstützen wollt hier. Und wer den Iggy unterstützen möchte, das Geld geben wir natürlich 1:1. Also wir runden das auch, was YouTube abnimmt, aber wenn das 5 Euro sind, dann kriegt er auch die 5 Euro von uns. Genau. Dass wir das so 1:1 rübergeben an den Iggy. Genau, dann geht's hier weiter. Ich leuchte sie an, es geht weiter. Hier war gar... Hier, oh, hier ist Licht drin wieder. Genau. Das ist hier eine ziemlich dunkle Nische. Das ist die Abstellkammer. Aber, wir sind direkt über die Küche. Das heißt, hier sind, wenn wir hier ein Badezimmer draus machen wollen würden... Wasserrohre könnten wir hochziehen. Die Leitungen von unten nach oben verlegen. Wir hätten überlegt, ob wir zum Beispiel für uns oben auch eine Badewanne zum Beispiel machen. Wahrscheinlich werden wir den Raum momentan erstmal nutzen für Sachen, die wir nicht so oft brauchen, noch verkaufen wollen. Ihr wisst, wir haben jetzt eBay auch jetzt kleiner oder Putzraum natürlich, Sachen, die man nicht die ganze Zeit hoch und runter schleppen möchte, Staubsauger oder so. Langfristig könnten wir uns tatsächlich ein zweites Badezimmer vorstellen. Aber das ist noch alles offen, aber wir haben hier jetzt nochmal einen Abstellraum. Man könnte auch die Seite einreißen, die Wand, und einen XXL-Bastelraum draus machen. Seht ihr aber gleich drüben. Hier kommen wir in unser Büro. Ihr wisst, Ossoff arbeitet im Homeoffice. Wir streamen, wir machen YouTube, stell dich vors Fenster. Ja, und kannst du was so hier Lichtschalter anzumachen? Ist da Lichtschalter? Nee, der ist auch abmontiert. Da, wo Ossoff jetzt steht, kommt unser XXL-Tisch. PC-Tisch, Frostfenster, das wird perfekt aussehen.
Wir haben links und rechts die Räume, wollen wir wie gesagt aufmachen. Der Raum ist ungefähr 30 Quadratmeter dann groß. Und es sind so 6-7 Quadratmeter Nischen mit der Dachschräge. Da in der Nische, da werden wir unser Büromaterialien machen. Alles, was wir so... Steuerunterlagen, Versicherung, alles, was man braucht. Blätter, ja. Alles, was wir so Büro. Brauchen. Männerkram so. Und das ist 7,8 Quadratmeter die Nische. Es wird immer dunkler, ne? Ja, es wird ein bisschen dunkler. 7,8 die Nische dort, Quadratmeter, das wird mein Bastelraum. Da geht mein Bastelherz auf. Da kommt alles, Nähmaschine, ja, Acrylfarbe, alles. Makramee-Sachen, alles, was das Mädchenherz begehrt, was ich habe. Ganz viel Stoffe zum Nähen, alles darf da rein. Und jetzt musst du noch mal erwähnen, wir hatten ja hinten die Dachschräge in der Küche. Das heißt, wir können diese Wände ja hier komplett rausnehmen. Ah, hier ist Licht, wunderbar. Genau. Und in der Küche hattet ihr das Ständerwerk gesehen, ne? Und wir hoffen, dass es das hier drunter auch verwirkt, weil das sind so kleine Räume, die haben zwar ein Fenster, aber ich glaube, das ist für die Durchlüftung besser, wenn das einfach offen ist. Und wir mögen auch offene Räume. Außerdem ist es dann heller, weil wir dann nicht nur ein Fenster drin haben, sondern auch das Licht vom Hauptfenster. Also 1, 2, 3, 4 Fenster, die sozusagen dann das Ganze aufhellen. Eben die Nische war ja nicht renoviert. Hier war ursprünglich mal ein Kinderzimmer drin für einen kleinen Städtke. Hier ist es schon renoviert, also da sieht man auch die Unterschiede. Aber auch hier reißen wir die Tapete ab. Ja. Und lassen die Lehmwände glänzen, würde ich sagen. Ja, weil es macht halt keinen Sinn. Ihr seht es ja. Wer über Lehmwände tapeziert, weiß ich auch nicht ganz für die Nummer. Aber ich werde es lieben. Habe ich nicht mehr so oft gesagt. Ich werde es richtig lieben, dass ich hier meinen Bereich zum Basteln habe. Ich habe hier Platz für Nähtisch. Ich gehe mal noch mal ein Stück nach hinten, damit man sieht, wie viel Platz das ist. Es sind 7,8 Quadratmeter. Es sind 2 Kallax-Regallängen, um sich das mal vorzustellen. Genau. Und es gibt ja auch Dachschrägen, die weiter unten anfangen. Ne? Ja. Also sie fangen hier auf der Höhe an, weil wir halt auch sehr große Räume haben. Es ist nicht so komplett einschränkend. Das heißt, meine Kallax-Regale werden hier perfekt in die Nische reinpassen. Und hier kann ich halt noch 2 Tische hinstellen, um halt immer basteln zu können. Handarbeit und Bastelkram zu machen, genau. Werde ich sehr lieben und feiern, dass man das dann halt auch, dass man halt den Platz dafür einfach hat. Und ja. Ich werde gucken, wie ich das am besten sortieren kann. Ja, da brauche ich bestimmt einiges. So. Ich weiß, ihr helft mir da und unterstützt mich da. Stellst du dich noch mal fürs Fenster? Dann ich wollte jetzt nur noch mal kurz... Achso, man sieht gar nichts, es ist dunkel. Ist da Licht? Kannst du mal gucken? Ja, das ist aber zu dunkel. Das ist zu dunkel. Also der Raum sieht identisch aus, nur spiegelverkehrt. Und nicht renoviert. Ja. Tatsächlich gibt es hier sogar ein paar Stockflecken dran, weil da haben sie es dann festgestellt, dass es hinter der Tapete nicht gut atmen kann, weil kleiner Raum, wenn der nie aufgemacht wird, das ist ganz schwierig. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall gerne aufmachen, dass die Durchlüftung besser ist. Und ja, ich versuche das weiterhin mit der Beleuchtung also, so hinzukriegen, dass man dich ganz gut erkennt. Du bist in die Ecke gegangen, hast du schon alle Spinnweben weggemacht. Auch hier ist die Deckenhöhe bei 2,75 abgehangen, hier mit Deckenspots. Mega krass. Ja, also hier brauchen wir auch keine extra Lampe kaufen. Diese Deckenhöhe liebe ich sehr. Im Keller ist sie sehr niedrig, knapp 2 Meter, 2,10, je nachdem, wo man steht. Oder auch mal 1,90, bei dem, wo kein Bogen drin ist im Fußboden. Ja, natürlich. Also unterschiedlich, je nach Fußboden halt. Und wir haben auch noch ein Dachgeschoss. Und da kommt man mit so einer ganz typischen Dachgeschossleiter hoch. Ja. Dafür ist es auf jeden Fall zu dunkel. Das Gebäude ist komplett unterkellert. Und es hat auch noch ein riesiges Grundstück. Wir lieben es sehr. Habe ich gesagt, dass ich es liebe? Ich glaube ja. Es ist richtig krass. Und wir haben einen Cent gefunden. Also tatsächlich mehrere Cents. Die haben mir Geld liegen gelassen. Beim ersten 2-Cent-Stück habe ich gedacht, so, das haben sie extra für uns hingelegt, damit die Wohnung nicht leer ist in dem Sinne. Aber wir haben noch mehr Geld gefunden. Also so Cent-Stücke alles. Mhm. Das ist, glaube ich, in der Jackentasche unten. Unten war auch noch was. Ja. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass man sich das überhaupt leisten kann. Das ist nicht selbstverständlich. Wir fühlen uns sehr privilegiert. Und außer, möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, ich bin so begeistert. Wir sind wirklich euphorisiert. Wir sehen auch die Arbeit natürlich. Die Elektrik muss gemacht werden. Ja, auch die ganzen Schönheitsreparaturen, die man machen muss. An den Fürbus muss man noch mehr machen.
Aber es ist halt unseres. Genau, es gehört uns sozusagen. Das ist halt super. Durch die Schlüsselübergabe sind wir jetzt schon der aktive Besitzer. Ja? Ja, also ab jetzt müssen wir die Müllgebühren, Strom, Wasser, alles was so anfällt, ne? Müssen wir jetzt beisteuern, aber da gibt es wohl auch... Die Versicherung zum Haus natürlich. Genau. Da sollen wir mal einen Versicherungsmann mal anrufen. Da hat uns die Maklerin heute noch gesagt, damit er Bescheid weiß. Ja, also ab heute sind alle Kosten, die das Haus betreffen, unsere. Heute ist der Stichtag. Ja. Ja, ich bin sehr dankbar, dass das so ist halt. Dass es so geklappt hat. Wir haben ja auch sehr lange nach einem Haus geschaut. Wir haben euch das ja auch immer zwischendurch mal erzählt und wir haben uns auch einige angeschaut und hier waren wir halt, ich habe das auf Immobilien-Scout gesehen und ich war so schockverliebt in dieses Haus und dann habe ich es Oscar gezeigt und er war auch ganz verliebt und dann haben wir uns das angeschaut, weil das war relativ günstig, das Haus, und wir haben gedacht so, wenn wir hingehen, dann sehen wir den Mangel, irgendwas muss gravierend scheiße sein, ne, irgendwas, irgendeine teure, irgendwas super teures ist komplett im Argen oder so, und dann sind wir hingekommen. Und wir haben dann noch gedacht, so 190 Quadratmeter ist eigentlich viel zu groß für uns. Aber dann waren wir hier drinnen und das war alles schön. Ja. Also die Raumaufteilung war so toll und klasse und wir können mit jedem Raum was anfangen und wir können den Iggy mitnehmen und wir freuen uns halt einfach alle auf, dass wir halt hier zu dritt erstmal einziehen können und wohnen können. Das ist für alle super. Wir finden es toll, dass der Iggy seinen eigenen Bereich hat, mit Küche und Bad komplett eigenständig, separat. Genau, seine eigene Wohnung sozusagen. Das ist halt perfekt. Das passt halt alles so gut zu unseren Wünschen und Bedürfnissen, die wir so hatten. Und der Garten ist so ein Träumchen. Der ist natürlich auch viel Arbeit, aber den lieben wir auch sehr, genau. Den Garten. Was wollen wir in diesem Video denn noch zeigen, Schatz? Haben wir alles gezeigt? Wir haben alles, haben wir den Schlüssel gezeigt? Ja, müssen wir mal, wo ist der Schlüssel? Der ist unten. Ich beende das Video hier an dieser Stelle. Ihr könnt eure Anregungen gerne unten in die Kommentare schreiben. Es ist noch nichts in Stein gemeißelt, es ist noch alles offen. Wir werden das 5-mal über den Haufen werfen noch, aber das ist das Haus. So sieht's aus, das haben wir jetzt gekauft und damit müssen wir jetzt die nächsten bis auf Sterben leben. Ja, wunderbar. Also ich freue mich total, hierher zu ziehen. Es ist mega gut. Die Gegend ist toll, die Lage ist toll, familiäre Anbindung ist auch toll. Wie gesagt, ich habe ja auch Familie, Tante, Onkel, Großeltern, Cousine, ist alles hier im Umkreis. Wir haben unsere Vatis natürlich auch hier im Umkreis liegen. Ja. Und ja, wir werden euch ab jetzt immer mitnehmen bei allem, was wir hier machen. Das wird überragend, da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.